wollte ich mal ein Let's Play Video machen von Gold United, das neue von 2011 jetzt. Da habe ich mich schon angemeldet. Ja. Also das ist was Neues dazugekommen. Oder wurde was verändert so? Das ist jetzt schon die dritte Saison. Oder die fängt jetzt an. Die zweite ist gerade zu Ende gegangen. Bin Achter geworden oder ja. Dann habe ich mich extra absteigen lassen. Da bin ich dann in der sechsten Liga spiele und dann meine Jugendspieler und so besser turnieren. Ja, was neu ist, so vom beim neuen Goal United ist, dass man das Stadion jetzt in 3D sieht und nicht wie beim alten da nur dieses Bild, wie das aussieht. Hier kann man Parkplatz bauen und so alles. Ja, das finde ich schon mal gut. Hier kann man auch die Bilanz gucken, wie viele kamen und so. Ja, was auch neu ist, sind die Spieler. Ja, nicht die Spieler, sondern die Position. Es gibt jetzt nicht nur noch es gibt nur noch die fünf Positionen. Torwart ist klar, Abwehr, Mittelfeld, Flügelspieler und Stürmer, ja. Es gibt aber nur noch 5 Skill-Werte. Okay, mit Talent 6. TW ist das nur noch Zweikampf, Spielaufbau, Passspiel und Torschuss. Sind jetzt die Wildwerte. Vorher gab es ja 10 oder so, das weiß ich gar nicht mehr. Ja. Also es macht Spaß, das zu spielen. Ja, ich würde es euch empfehlen, auch noch vor der Saison mitzumachen. Ansonsten mit der Saison weiß ich nicht mehr, ob ihr da noch Chancen habt aufzusteigen. Beim Training ist das jetzt auch neu, nicht mehr mit diesen Kästchen da, wo man so machen muss. Diesmal hat man dann hier diese Position, die man dann da trainieren kann. Dann sieht man, wie weit die Taktik hier ist. Und bei den Spielern sieht man, ob die sich hier verbessert haben, in wie vielen Wochen und so. Ja, die Aufstellung ist eigentlich gleich wie beim letzten Mal. Nur, dass man jetzt das hier frei hat. Dafür braucht man keinen Premium-Account. Und die Stärke sieht man auch. Also das finde ich auch gut. Man kann auch ohne Premium-Account kann man auch Presse schreiben. Das finde ich auch gut. Und man kann sogar noch die Blitztabelle. Das ist ein Vorteil, oder nicht kein Vorteil, aber ich finde es gut. Ja, zuletzt ist neu gekommen die Jugend. Da braucht man das Level 25, um dann ein Jugendcamp zu bauen oder Jugendzeltlager als erstes, um zu bauen, um dann hier einen Spieler zu beobachten. Ja, ich habe das schon gebaut und dann habe ich am Anfang den hier beobachtet, aber dann wird er immer schlechter. Ich hätte den lieber von Anfang an beobachten sollen, dann hätte er nämlich jetzt auch die dritte hier mit Spielerstärke oder Durchschnittsstärke, Erfahrung und Form hätte der dann frei gehabt. Ja, der Transfer ist eigentlich gleich. Man muss dann Scouting-Abteilungen oder bauen Vereinsheim so, damit man dann hier drauf gehen kann. Und es gibt dann
verschiedene, wo man dann am Anfang ist dann vereinzelt, man kann man Spieler bis 3,0 kaufen. Wenn man dann das weitere baut, kann man Spieler bis 5, glaube ich, was das war. Und dann gibt es noch das ganz große Scouting-Abteilung, oder wie das heißt, wo man dann. Nee, als erstes, hier kann man Spieler bis 3,1, ja eigentlich 3,0 kaufen. Dann kann man hier ab bei der Geschäftsstelle bis Spieler bis 5,1. Und dann war das hier, glaube ich, bei. Da war das dann Gebäude 3, war das dann, glaube ich, 7, oder so. Oder dann bis 10. Es gibt die Spieler nur bis 10,0 Stärke, es gibt nicht mehr. Ja. Training. Ja, zu den Ligen. Es gibt jetzt auch Aufstiegsprämien. Also, wenn man dann Erster wird, bekommt man Geld. Das wäre dann hier 750.000. Nein, das ist geändert worden. Aufstiegsbonus war vorher, wo ich aufgestiegen bin, 250.000 und Meisterprämie 500.000. Also hatte ich dann 750.000 und dann wurde es dieses Jahr geändert. Und wenn man Zweiter wird, bekommt man 360.000 Bonus. Oder Geld, so. Wenn man Erster in der Torschützenliste wird, bekommt man auch nochmal eine Prämie von 100.000. Das ist auch neu zum alten Goal United. Ja, hier ist von mir einer drauf. Mit 11 Toren, glaube ich, was das war. Ja. Es gibt auch Aufstiegs- und Abstiegsrelegation. Habe auf 50% gespielt. Beim ersten Spiel habe ich dann unentschieden geschafft. Und gestern habe ich, finde ich, gut verloren. Und jetzt steige ich in die 6. Liga ab. Und hoffe dann, auch mal einen Yugi zu ziehen. Und den da zu trainieren. Und dass er gut wird. Gibt es noch? Ja, die Presse bekommt man. Kann man so schreiben. Beim Live-Ticker sieht man dann, kann man die Blitztabelle machen ohne Premium-Account. Man kann auch ohne Premium-Account kann man hier auch Leute zur Freundschaft einladen. Da beim alten Goal United war das immer mit Premium-Account. Und was auch neu ist, ist, es gibt eine Laufbahn. Dann sieht man, es gibt dann immer so Punkte für sowas hier. Und dann muss man immer so eine bestimmte Anzahl von Punkten erreichen, bis man das nächste Level erreicht. Bei mir fehlen noch 150 Punkte bis Level 900. Dann hat man hier mal neue Sachen frei. Ja, das wäre die Chefstelle 7,5. Ja. Sieht man dann immer, wo man letztens die Punkte mitbekommen hat. Und neu ist, die Spieler können bis zu 5 Talente haben. Mit so einer Karte kann man die dann Talent fördern und dann hat der Spieler mit 5 Talenten. Ja, hier sieht man dann, kann man dann Karte einsetzen und dann geht das bis 5. Bis 5. Talente und die muss man dann natürlich austrainieren. Ich glaube, bei den Jugendspielern, wenn man das Talent nimmt, kann man, glaube ich, bis zu 3 Talente machen, aber die sind noch nicht austrainiert, die muss man dann noch trainieren. Es gibt ja hier so einen Kartenshop, wo man die kaufen kann, oder so Booster Packs mit entsprechenden Goose, die man sich dann da kaufen kann, und dann hier auf dem Karten Shop da kaufen kann. Kann man dann hier so eine Karte nehmen und dann welche man braucht und dann kann man dann hier, wenn man die Goose hat, drauf bieten. Ist auch neu. Ja, das war eigentlich jetzt, was neu ist und was ist. Ich würde euch das Golden Knight 2011 empfehlen. Es macht Spaß. Es ist besser als das alte. Und ich hoffe,
dass ich euch nächsten Mal, oder wenn ihr euch anmeldet, könnten wir auch ein Freundschaftsspiel gegeneinander machen, wenn ihr wollt. Ja, das war's auch von meinem Let's Play Goal United. Ich habe auch noch andere Goal United Videos hochgeladen in meinem YouTube-Kanal. Könnt ihr euch dann auch ansehen. Das war's von meinem Video. Bis bald. Tschüss.